Ja, meine Familie, aber mittlerweile ist natürlich auch Rostock zu meiner zweiten Heimat geworden. Oder jeder weiß, wie sehr gerne ich hier bin und wie ich hier verwurzelt bin. Meine Familie ist hier, wir haben ein Haus gekauft und ich sehe eher Rostock als meine Heimat mittlerweile. Ich war schon immer Stürmer, habe eigentlich noch nie eine andere Position gespielt. Ab und zu mal dann jetzt natürlich mal außen gespielt, aber ich war von Anfang an Stürmer. Meine Mutter hat mich erstmal in den Sandball gebracht. Das hat meinem Nachbar aber gar nicht gepasst. Der war Trainer von den Bambinis und der hat mich dann kurz danach auch mit ins Training genommen. Und seitdem ich 4 bin, spiele ich dann Fußball. Ja, es war natürlich ein super Gefühl, sehr emotional. Damals war das der größte Titel, den man gewinnen konnte in der Jugend. Und dass wir das geschafft haben, ist immer noch was Besonderes für mich. Ja, ich wollte unbedingt was mit der 9 haben, da die 9, 19 und die 29 damals, als ich hierher kam, vergeben waren. Blieb dann nur noch die 39, aber mit der bin ich mittlerweile sehr zufrieden und möchte gar keine andere Nummer mehr haben. Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, so richtig schöne Tore habe ich, glaube ich, selten geschossen. Wenn, dann waren es emotionale Tore. Gerade Regensburg war natürlich sehr emotional in der Nachspielzeit, da in der Verlängerung. Dann würde ich das sagen. Ja, das Ganze drumherum einfach, die Fans, wie die sich begeistern für Hansa Rostock. In ganz Deutschland gibt es Hansa Rostock-Fans und wie die immer mitfiebern, das ist sensationell und ich glaube, das macht unseren Verein auch aus. Ja, gute Frage. Das werde ich mal auf mich zukommen lassen. Wäre schön, wenn ich irgendwas im Fußball weitermachen könnte, in welcher Position auch immer, aber ja, da gibt es noch keine großen Tendenzen. Ja, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Spielertypen. Ronaldo natürlich sehr komplett, der kann gefühlt alles. Messi natürlich ein unfassbarer Dribbler und wahrscheinlich gibt es keinen besseren, der am Ball da irgendwie in Dribblings geht. Und ja, da tue ich mich sehr schwer, auf die Frage zu antworten. Ich habe einfach zwei Weltklasse-Spieler, wo ich keinen Unterschied machen möchte. Das ist eine sehr gute Frage. Seit ich hier bin, esse ich natürlich sehr viel Fisch und auch gerne. Das habe ich auch früher schon gemacht. Ja, jegliche Fischgerichte.